schon herzlich willkommen zum VSAV-Webinar. Herzlich willkommen, liebe Teilnehmer, lieber Herr Weyer. Und ja, ich starte mit Ihnen gemeinsam heute Morgen die Webinarreihe, die der VSAV mit seinen Netzwerkpartnern aufgebaut hat. Den Zugangscode, den Sie brauchen für die heutige Sitzung, der ist 721-328, Ihren Namen eingeben und kein Passwort und Sie sind mit dabei. So, das Thema, das wir heute gewählt haben, ist das Geschäftsmodell der Zukunft, stornofreies BAV-Geschäft mit der pauschal dotierten Unterstützungskasse. Wir haben dafür einen Netzwerkpartner, der schon Jahre im VSAV mit tätig ist, gewinnen können und an den ich im Laufe der nächsten 2-3 Folien dann auch abgebe. Falls der ein oder andere noch die Sitzungsnummer braucht, die ist 721-328, dann bitte Ihren Namen ohne ein Passwort eingeben und dann sind Sie mit dabei. Okay, ich hoffe mal, dass jetzt soweit alle die Sitzungsnummer haben und ich starte ganz einfach, indem ich noch mal ganz kurz meine Person vorstelle. Ralf Werner Barth, Jahrgang 61, wie Sie sehen. Ich habe viele Jahre lang im Bereich der Vermögensschadenshaftpflicht fast ausschließlich im Schwerpunkt gearbeitet, habe den VSAV 2004 gegründet. Das heißt, wir haben jetzt im Dezember 10-jähriges Gründungsjubiläum und ich bin seit 2012 mit der Konaf Consulting wieder auch produktiv am Markt tätig. Was ist das Motto des VSAV? Eigentlich ganz einfach, schützen und nützen. Es ist im Prinzip eine berufsständische Plattform mit über 800 Mitgliedern und über 50 Netzwerkpartnern, die eben Lösungen, die sie schaffen, direkt an die Mitglieder weitergeben für deren berufliche und unternehmerischen Belange. Sie werden heute Informationen bekommen über die Fels-Penz-Treuhand und vom Herrn Weyer persönlich, der sich jetzt dann gleich vorstellt. Bedanken wollen wir uns noch auch, dass uns Finanzportal 24 die entsprechende Menge an Teilnehmer freigeschaltet hat, sodass wir dieses Webinar durchführen können. Finanzportal 24 ist ebenfalls Netzwerkpartner. Ich sage noch einmal die Sitzungsnummer, die 721-328, dann Ihren Namen eingeben, Sie brauchen kein Passwort und dann sind Sie dabei. Ja, jetzt wünsche ich uns allen ein spannendes Webinar und gebe an den zweiten Referenten, den Herrn Weyer, weiter. Und bitte Sie, sich selbst vorzustellen, Herr Weyer. Ja, herzlichen Dank, Herr Barth, und herzliches Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, mein Name ist Manfred Weyer, vom Beruf bin ich Wirtschaftsprüfer, Steuerberater. Ich bin Geschäftsführer bzw. Gesellschafter-Geschäftsführer der Fels-Penz-Treuhand GmbH, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die sich eigentlich ausschließlich mit dem Thema betriebliche Alterssorgen, vor allem Verwaltung von Versorgungswerken, spezialisiert hat. Ich bin daneben Partner der Fels-Rechtsanwälte Steuerberater GmbH, Steuerberater GbR, Entschuldigung, bin Vorstand verschiedener Unterstützungskassen und bin auch Vorstand im Bundesverband oder Vorstandsvorsitzender im Bundesverband Pauschaldotierte Unterstützungskassen e.V. Das Thema Pauschaldotierte Unterstützungskassen, das ich Ihnen heute vorstelle, begleitet mich seit 1991. 1991 war bei mir nach dem Studium Betriebswirtschaft, nach dem Diplomkaufmannsexamen, die erste Tätigkeit fast, mit der ich berührt war, damals bei einer der vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Damals habe ich ausschließlich börsennotierte und große mittelständische Unternehmen betreut im Rahmen der pauschalnotierten Unterstützungskasse. Zwischenzeitlich seit 1999 mache ich das überwiegend oder ja fast ausschließlich bis auf wenige Ausnahmen für KMU-Unternehmen. Das heißt, das sind die typischen Unternehmen zwischen 10, 20 und vielleicht 300 Mitarbeitern. Das ist unser Schwerpunkt. Wir haben natürlich viele mit 900, mit 1000. Berat derzeit eins mit 30.000 und eins mit 50.000. Aber der Schwerpunkt unserer Unternehmen und auch der unserer Partner, unserer Kooperationspartner, liegt in der Größenordnung 10, 20 bis ja, maximal 300 Mitarbeiter. Das ist der Schwerpunkt. Das sind Unternehmen, die mittelständisch geprägt sind, die in der Regel Unternehmer geführt sind,
und bei denen es auch schnelle Entscheidungen gibt und bei denen auch unternehmerisch und strategisch gedacht wird. Ja. So, das Seminar haben wir gestellt unter das Thema Geschäftsmodell der Zukunft und stornofreies BAV-Geschäft. Im Prinzip geht es hier um wesentlich mehr als das stornofreie BAV-Geschäft. Es geht hier im Kern um die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Also der Vortrag heißt zwar stornofreies BAV-Geschäft, wir bzw. unsere Partner akquirieren nicht mit dem Thema BAV, es ruft keiner an mit dem Thema BAV, es lässt sich auch keiner empfehlen mit dem Thema BAV. Es geht immer um die zwei Themen, Human Resource, das heißt der Mitarbeiter, mit den Themen Mitarbeiterbindung, Fachkräftegewinnung und alles, was hinten dran hängt, Imageverbesserung des Unternehmens, bessere Identifikation, Corporate Social Responsibility und die ganzen Themen. Also vom Mitarbeiterbereich ist ein zentraler Bereich für viele Unternehmen eminent wichtig. Das zweite Thema, mit dem im Prinzip akquiriert wird, ist das Thema finanzielle unternehmerische Freiheit. Da gehört alles dazu wie Schaffung von Liquidität, Generierung von Liquidität, Aufbau von Liquiditätsreserven, wenn ich genug Liquidität habe. Wir stoßen öfter auf Unternehmen, die sagen, ja, Liquidität habe ich, Liquiditätsprobleme gibt es keine. Die Antwort ist dann immer die gleiche, dass sie sagen, okay, es geht nicht um jetzt. Wir denken strategisch, wir denken in die Zukunft. Sind Sie sicher, dass Sie in 10, in 20 Jahren auch genügend Liquidität haben? Dass Sie da nicht irgendwann mal in ein Liquiditätsloch, in ein Liquiditätsproblem fallen? Also es geht um das Strategische. Es geht um das Thema Bankenunabhängigkeit. Für mich, mit meiner Erfahrung bei Unternehmen und aus wirklich unzähligen Gesprächen, Bankenunabhängigkeit ist für mich aus tiefstem Herzen mit das wichtigste Ziel, was ich Unternehmen strategisch an die Hand gebe. Unternehmen sind wirklich im höchsten Maße von Banken, von Kreditinstituten abhängig. Viele Unternehmen bekommen jetzt auch noch Darlehen und sagen, ja super, super Konditionen, 2,5% oder 3,5% oder was auch immer. Ich sage, nein, mich interessieren die Konditionen. Ja, die sind 2,5%, sage ich, nein. Kondition ist die Laufzeit, Kondition sind die Auflagen, Kondition sind die Sicherheiten. Kondition ist die Verlässlichkeit von meinem Partner, mit dem ich verhandeln muss. Und das ist alles bei Banken eigentlich sehr schwierig. Es geht um die Themen alternative Mittelherkunft, verminderter Mittelabfluss. Im Prinzip kann man die Folie oder die Überschriften unter die Titel zeigen. Erstens, wie wäre ich der attraktivste Unternehmer in der ganzen Gegend? Wie gewinne ich den War for Talents? Wie erreiche ich Mitarbeiter? Wie kann ich meine Mitarbeiter halten und binden? Und zum Zweiten geht es darum, finanzielle unternehmerische Freiheit. Das heißt, können Sie sich vorstellen als Unternehmer, ich habe ein Darlehen für Sie, 2,5% Zins, 30 Jahre Laufzeit, ohne Sicherheiten und Bonitätsprüfung, wäre es interessant. Das sind die beiden zentralen Themen und Ansprechpunkte. Ja, kann ich die nächste Folie? Und im Prinzip ist einer der großen Treiber das Thema Fachkräftemangel mit allem, was dranhängt, Mitarbeiterbindung und Gewinnung. Ich kenne nur die wenigsten oder nur einige unserer Trägerunternehmen persönlich, bei denen ich irgendwann einmal bei der Einrichtung oder zu einem späteren Zeitpunkt war. Aber ich erfahre fast bei jedem Unternehmen durch unsere Partner, was war der ausschlaggebende Treiber. Und der ausschlaggebende Treiber zu gut 60% wird uns immer wieder genannt Mitarbeiterbindung, Mitarbeitergewinnung. Das sind die Hauptmotivationsmotoren. Es gibt natürlich dann das Thema Bankenunabhängigkeit, Liquidität. Das wird auch bestimmt von 40-50% mitgenannt. Und dann gibt es natürlich auch die exotischen Themen, wie letzte Woche diese Woche am Montag in Frankfurt, der Unternehmer. Da war es einfach die soziale Verantwortlichkeit gegenüber den Mitarbeitern. Da hat er gesagt, Mensch, die machen nichts, ich muss da was tun. Ich will da was arbeitgeberfinanziert tun, ich habe auch genug Fluktuation. Das finanziert sich für mich fast selbst. Andere sagen, was auch Versicherungen, Lebensversicherungen, das sind Staatspapiere, das sind nichts anderes als Papierwerte. Ich möchte sowas anders und nachhaltiger oder zukunftsträchtiger rückgedeckt haben. Ich möchte es rückgedeckt haben mit Sachwerten oder im eigenen Unternehmen. Aber das sind die Hauptmotivationen und Hauptmotivatoren, mit denen man Unternehmen ansprechen kann und was im Prinzip für mich die offenen Türen sind. Ja, und das Thema ist, wie kann es ein Unternehmer rüberbringen? Rüberbringen, wenn ich ihm den Nutzen erklärt habe. Nutzen Fachkräfte, Nutzen Liquidität, Nutzen vielleicht soziale Verantwortlichkeit und so weiter oder vernünftige Investitionsmöglichkeit.
dann kann ich ihm das eigentlich auf einer Seite erklären. Auf einer Seite erkläre ich das ganze System. Das gibt es bei mir auch im Video auf YouTube als Link, wenn einer eingibt, Versicherungslösung im Vergleich zur pauschalodierten Unterstützungskasse. Dann kommt er auf den 7 Minuten, 32 Sekunden Vortrag, wo ich sage, pass auf, um das zu erreichen, die Liquidität, um hier die betriebswirtschaftlichen Vorteile in den Vorgeschäft zu generieren, greifen wir auf ein sehr altes betriebswirtschaftliches Instrument zurück. Und dieses Instrument ist im Kern ein Durchführungsweg der BAV, ein ursprünglicher, sehr alter Durchführungsweg der betrieblichen Altersvorsorge, den wir hier nutzen und mit dem wir diese Effekte erzielen. Und da kommt von mir zum ersten Mal das Thema betriebliche Altersversorgung ins Spiel. Und dann erkläre ich das, dass ich sage, schaut's her, wir haben hier einen Arbeitgeber. Der hat einen Arbeitnehmer und der Arbeitnehmer sagt zum Beispiel, lieber Chef, ich verzichte im nächsten Monat auf 100 Euro. Das wird nicht mehr verbeitragt, nicht mehr versteuert. Und der Arbeitgeber nimmt die 100 Euro, überweist sie 1:1 zur Versicherung. Und da ist es so, dass in diesem Schritt, in diesem Moment, in dem er hier die 100 Euro zur Versicherung überweist, sind zwei aus meiner Sicht ganz wichtige Nachteile basiert für den Arbeitgeber. Zum einen, die 100 Euro, die sind unwiderruflich aus den Unternehmen weg. An die kommt er nicht mehr dran, die sind nicht stornierbar, die sind nicht beleihbar, die sind nicht rückholbar, die sind nicht kündbar, die sind unwiderruflich weg. Das ist schon mal liquiditätsmäßig gesehen für das Unternehmen nicht besonders toll, nicht besonders charmant. Da sagt vielleicht der eine oder andere, na, hätte die 100 Euro als Gehalt zahlt, wären die auch unwiderruflich, unwiederbringlich weg. Sage ich, ja, soweit ist es richtig, aber dann hätten wir dann ganz entscheidenden Vorteil, das Ganze wäre auch erledigt. Das wäre erledigt, der Unternehmer wäre von jeglicher Haftung frei. Hier haben wir die 100 Euro weg und der Unternehmer hat noch die Haftung. Der haftet für die Erfüllung, der haftet für das Geld. Das steht in § 1, Absatz 1, Satz 3 Betriebsrentengesetz drin, dass der Arbeitgeber auch bei mittelbarer Durchführung einfach für die Erfüllung haftet. Und dann schaue ich, also beides nicht so toll für den Arbeitgeber, dann schaue ich mir die Mitarbeiterseite an, dann kommen wir hier, ja, eine mehr oder weniger bescheidene Rente oder mehr oder weniger bescheidene Kapitalleistung. Da kann man jetzt Studien herziehen. Franke Bornberg hat einmal eine Studie über 42 untersuchte Lebensversicherungen. Da dauert es zwischen 14,5 bis teilweise 20 Jahren, bis das eingezahlte Kapital vorhanden ist. Das heißt auch aus Mitarbeitersicht nicht besonders interessant. Und wenn ich mal Renten sehe, das kann sich, oder Renten anschaue, das kann sich jeder selbst rechnen. Er kann einmal bei Lebensversicherung, egal ob das betriebliche Altersversorgung ist oder privat, er soll sich nur mal die eingezahlten Beiträge nur aufsummieren ohne Zins und dann die Renten, die garantiert oder prognostiziert zugesagt werden, dagegen stellen, wie alt der Mitarbeiter werden muss, bis das Kapital wieder zurück ist. Und er kommt da auf Lebenserwartungen, die irgendwo um die 90 liegen, bis das 1:1 ohne Zins gerechnet wieder zurück ist. Und das ist einfach für Mitarbeiter nicht attraktiv. Was wir machen mit der pauschalodierten Unterstützungskasse oder auch Unternehmenskasse, wie es wir häufig nennen, da wandelt der Mitarbeiter auch 100 Euro um. Er wandelt genauso 100 Euro um. Die 100 Euro, die sind genauso steuer- und sozialversicherungsfrei. Nur es passiert eins ganz Entscheidendes, die 100 Euro fließen nicht ab, sondern die bleiben im Unternehmen. Die bleiben im Unternehmen komplett jetzt erhalten. In der Regel gibt es sogar noch Steuersparnisse als Liquidität obendrauf. Und das ist natürlich aus Arbeitgebersicht schon mal im ersten Schritt absolut interessant. Die Frage ist, warum macht es der Mitarbeiter überhaupt? Warum ist er bereit, dass er hier die 100 Euro beim Arbeitgeber belässt? Ganz einfach, weil der Arbeitgeber sagt, lieber Mitarbeiter, du bist jetzt 30 Jahre alt, du kriegst das Geld von mir in 37 Jahren, wenn du 67 bist, und für die Zeit verzinse ich dir das Ganze. Und wie hoch verzinst er das? Er verzinst es mit 1,5, 1,7, 1,75, 2,0, 2,1, irgendwo in der Range, und zwar mit dem Zinssatz, den er für fair und für sauber und für richtig und für angemessen und für leicht finanzierbar aus seiner Sicht hält. Für Mitarbeiter ist das absolut interessant, weil wenn Sie es mit der Versicherung vergleichen, bei der Versicherung werden durchschnittlich nur 65-70% letztendlich verzinst. Es dauert 14,5 bis 20 Jahre, bis das Kapital vorhanden ist.
Hier werden ab dem ersten Moment bereits die 100 Euro verzinst. Vielleicht mit 2% und damit deutlich mehr als die Versicherung. Im nächsten Jahr ja nur mehr 1,25% garantiert, derzeit noch 1,75%. Also aus Mitarbeitersicht absolut interessant. Und was das ganz wichtig ist, der Mitarbeiter, der hat einen 100%igen Insolvenzschutz. Egal was dem Arbeitgeber passiert, der Mitarbeiter ist abgesichert durch den Pensionssicherungsverein. Und zwar absolut gesetzlich. Da kann der Arbeitgeber nichts falsch machen, da kann der Arbeitgeber nichts unterschlagen oder falsche Zahlen nennen oder sich gar nicht melden beim PSV. Das Ganze ist zu 100% vom ersten Euro an PSV versichert, und zwar nicht nur die Umwandlung, auch der Zins, der ihm zugesagt und garantiert ist. Also für Mitarbeiter auch hochinteressant. Und wenn Sie jetzt einmal aus Arbeitgebersicht betriebswirtschaftlich betrachten, und das ist ja der interessante Effekt, dann hat der Arbeitgeber vom Mitarbeiter ein Darlehen bekommen, in Höhe von 100 Euro jetzt in dem Monat, und zwar zu einem sehr günstigen Zins, zu 2%, 2,1, 1,75%, zu einer extrem langen Laufzeit, 30, 35, 37 Jahre, bei Renten sogar noch länger, und das Ganze absolut sicherheitenfrei, ohne Bonitätsprüfung, weil Sicherheit muss er nicht geben, der Mitarbeiter ist ja abgesichert. Und das Ganze ist dann aus Arbeitgebersicht natürlich hoch interessant. Es ist auch aus Mitarbeitersicht noch interessant, weil selbst wenn wir jetzt rechnen würden und sagen, komm, 2% Zins, nach Inflation gebe ich ja genau das gleiche Geld zurück, das ich letztendlich bekommen habe. Erhalt praktisch nichts anderes als die Kaufkraft. Da muss man sich auch vom Mitarbeiter nicht verstecken, weil der Mitarbeiter hat keine andere Möglichkeit, mit einem dermaßen sicheren Instrument seine Kaufkraft zu halten. Das schafft keine Bank mit Festgeld, mit Tagesgeld, mit was auch immer, mit irgendwelchen Papieren, die Kaufkraft zu erhalten, weil der Zins wird immer niedriger sein als die Inflationsquote. Das schafft die Versicherung nicht, weil die Renditen bezogen aufs eingezahlte Kapital, die sind geringer als die Inflationsquoten. Also das heißt, in dem Bereich für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein Win-Win-Spiel. Und ich nutze gleich diese Folie her, um das Thema Mitarbeiterbindung nochmal einzugehen. Es ist natürlich, dass Liquidität geschaffen wird, das ist ganz klar. Wir schaffen hier durchschnittlich 1.500 bis 2.500 Euro Liquidität pro Arbeitnehmer und Jahr, wie wir die Modelle meistens ausgestalten. Also wenn ich sage, wir haben 1.000 Unternehmen, da ist keins eingerichtet wie das andere. Jedes wird individuell auf die Bedürfnisse eingeschnitten. Aber wenn ich die Mitarbeiterbindung sehe, kommt dann nicht hinten deutlich mehr raus, weil einfach die Kosten wegfallen, die Kosten trägt der Arbeitgeber und für Mitarbeiter wird der erste Euro verzinst. Die Mitarbeiterbindung, die kommt aber vor allem auch durch Arbeitgeberzuschüsse. Wenn Sie hier nochmal auf die oberste Hälfte schauen, es ist teilweise üblich, dass der Arbeitgeber 20%, das heißt die Sozialversicherungsersparnis, obendrauf gibt. Aber was passiert jetzt mit diesen 20%? Diese 20%, die fließen letztendlich auch ab an die Versicherungsgesellschaft. Also auch wieder unwiederbringlich fließen die liquiditätsmäßig ab. Der Mitarbeiter hat natürlich eine etwas höhere Leistung, aber wenn Sie es wieder sehen, wie lange dauert es, bis das eingezahlte Kapital, also seine 100 Euro vorhanden sind, dann dauert es vielleicht jetzt nicht mehr 14,5 bis 20 Jahre, sondern dann reduziert sich das Ganze auf 10 bis 15 Jahre vielleicht, also auch immer noch nicht besonders attraktiv. Hier mit unserer Unternehmenskasse machen wir das anders. Da haben wir üblicherweise sogar 50% Zuschuss im Durchschnitt. Manchmal auch gestaffelt, Führungskräfte, Leitende 70-80%, normale Mitarbeiter 40%, 50%, je nachdem. Und warum ist das möglich? Das ist deshalb so leicht möglich, weil die 50% Zuschuss jetzt erstmal nur ein Versprechen sind. Und aufgrund dieses Versprechens fließt dann nichts ab, da fließt kein Liquidität irgendwo ab, da muss nichts einbezahlt werden, eigentlich muss auch nicht einmal was angelegt werden, zur Anlage komme ich später noch. Das ist nur ein Versprechen. Aber das Sprechen führt dazu, dass wir Betriebsausgaben haben. Und die Betriebsausgaben führen dazu, dass wir Steuerersparnisse haben und eigentlich einen Steuerzufluss haben, beziehungsweise einen vermiedenen Steuerabfluss. Das heißt, wir bekommen Liquidität. Wir bekommen Liquidität. Und dadurch, dass das in der zweiten Zusage gestaltet ist, scheidet der Mitarbeiter aus innerhalb von 5 Jahren.
Nimmt er seinen Anspruch aus diesen 100 Euro mit und die andere Hälfte, zum Beispiel die 50 Euro, die verfallen, weil er innerhalb von 5 Jahren der gesetzlichen Unverfallbarkeitsgrenze ausgeschieden ist. Und das ist natürlich auch nochmal aus Mitarbeiterbindungsgesichtspunkten ein sehr starkes Instrument. Und wenn der Mitarbeiter ausscheidet nach 4 Jahren, dann verfällt sein Anspruch, aber da kommt der für den Arbeitgeber absolut interessante Moment. Dadurch, dass wir keine Rückstellungen haben, sind da auch keine Rückstellungen aufzulösen. Das heißt, der Steuervorteil, den der die letzten 4 Jahre Monat für Monat generiert hat, der Monat für Monat geschaffen hat, der bleibt konserviert und der bleibt ihm erhalten und der steht dann letztendlich für andere Mitarbeiter zur Verfügung. Und wenn ich ein bisschen Fluktuation habe im Unternehmen, hilft die Fluktuation, das Ganze im Prinzip für den Arbeitgeber neutral auszufinanzieren. Ja, können wir die nächste Folie? Und wenn man sich jetzt die Entgeltumwandlung anschaut, hier habe ich es nur mal in der Übersicht dargestellt, dann haben wir wirklich ein unschlagbar günstiges, langfristiges Darlehen ohne Sicherheiten und Bonitätsprüfung, damit wirklich eine Möglichkeit zu Krediten ohne Banken und Basel II und III im Sinn von Unabhängigkeit. Und auch wenn ich das Geld anlege, was ja viele Berater gerne machen und was auch, wenn genug Liquidität da ist, sinnvoll ist, ich habe eine Liquiditätsreserve, auf die ich jederzeit zugreifen kann, wo ich flexibel bin, wo ich eine Portion Krisensicherheit, Krisenfestigkeit und so weiter habe. Das ist ein relativ einfacher und wirkungsvoller Weg der Mitarbeiterbindung, wenn man schon im Vorstellungsgespräch einsetzt und auf das eigene Versorgungswerk hinweist. Das ist ganz was anderes, als wenn eine Versicherungslösung angeboten wird. Wir haben öfters Betriebsveranstaltungen, da ist der Wirtschaftsreferent der Stadt da, da ist der zweite Bürgermeister und so weiter da, da kommt was in die Presse und so weiter. Das habe ich bei einer Versicherungslösung, wo einer Direktversicherung machen darf, noch nie gesehen. Also das hat eine ganz andere Wertigkeit, ein ganz anderes Image. Man ist wieder im Bereich Betriebsrente. War die Vermeidung von hohen Fluktuationskosten, weil ich einfach das Mitarbeiter bindet. Im Prinzip partizipieren alle, der Unternehmer, das Unternehmen und der Arbeitsplatz. Und es wird auch wirklich ganz deutlich den Mitarbeitern kommuniziert. Wir haben es vor kurzem eingeführt beim Unternehmen, im Pflegebereich 1200 Mitarbeiter. Der Geschäftsführer hat sich hingestellt und hat gesagt, das Geld bleibt bei uns, da werden unsere Heime gefördert, da bauen wir neue Heime, da bauen wir neue Einrichtungen. Das bleibt in der Region, es stützt und fördert eure Arbeitsplätze. Und ihr habt nichts davon, wenn ihr eine Versicherung einzahlt und die Versicherung eine Photovoltaikanlage in Südafrika damit baut und projektiert. Und das ist natürlich die starke Bindung. Betriebswirtschaftliches Gestaltungsinstrument ohne Eigenkapital, die Liquiditätsgewinne, die ich beschrieben habe, und wirklich ein zusätzliches, hochrentables Profitcenter. Ich habe in der letzten Woche übrigens ein Buch, ist rausgekommen mit Professor Farnhold und Professor Hobach, sind zwei Rating-Experten und ich habe mit einem zweiten Wirtschaftsprüfer einen 33-seitigen Artikel geschrieben über die pauschal dotierte Unterstützungskasse in dem Buch, im Schäfer-Böschel Verlag erschienen, und zwar über die pauschal dotierte Unterstützungskasse und Ratingverbesserung. Ich kann gerne das Inhaltsverzeichnis mal verschicken, da sieht man auch die Ratingverbesserung unter den unterschiedlichen Sichtpunkten von Eigenkapital, von Liquidität, von Zinsbelastung, von verschiedenen Dingen, was das einfach positiv ist und was man wirklich gut dem Unternehmen mitteilen kann. Das ist eine gute Anregung, Herr Bayer, zumal zwei Dinge vielleicht ganz kurz einfließen lassen muss. Wir können ja auch die Präsentation als PDF zur Verfügung stellen, wenn Sie einverstanden sind. Ja, sehr gerne. Und ich habe festgestellt oder mitgeteilt bekommen, dass es eine technische Handicap gibt. Nicht alle Teilnehmer können sich einladen. Das heißt, wir beide sollten uns gleich im Nachgang verständigen, wann wir das Webinar wiederholen, ja. Weil ein Teil der Teilnehmer keine Chance hat aufgrund eines technischen Handicaps, das vermutlich beim Programmhersteller im Moment vorliegt, da teilzunehmen. Entschuldige ich mich dafür, liegt nicht in unserer Macht, aber ich denke, wir können das kurzfristig vielleicht in der kommenden Woche schon nochmal einschieben. Ja, gerne. Ist ja auch eine zweite Möglichkeit, dass ich hier einen Mitschnitt im Prinzip auch zur Verfügung stelle. Also genau. Ich lasse über Camtasia mitlegen und auch hier wäre einfach Konserve zur Verfügung kommen und ihr könnt dann nochmal teilnehmen und könnt dann auch gezielt die Fragen stellen. Das ist dann eine ganz gute Vorbereitung. Jawohl. Ja, die Mitarbeiterbindung einfach durch die unschlagbar hohe betriebliche Altersvorsorge im Vergleich zu konventionellen Versicherungen, einfach Verzinsung vom ersten Euro an, tendenziell höherer Zins. Und wenn ein Unternehmer hergeht
und im Prinzip Rentenbereich arbeitet, weil er das Geld langsam abfließen lassen will. Wenn man Renten sinnvoll erklärt, muss man von Renten keine Angst haben. Eine Allianz hat es vor kurzem veröffentlicht, rechnet mit 102 Jahren Durchschnittslebenserwartung. Auf gut Deutsch, wenn da einer mit 92 stirbt, brauchen die schon 112-Jährigen, dass der Durchschnitt wieder passt. Da wird einfach unwahrscheinlich viel Gewinn aus meiner Sicht und nach meiner Meinung mit der Lebenserwartung gemacht. Und auch das kann ich natürlich dementsprechend genauso oder ähnlich abbilden. Und wenn ich aus meiner Sicht ein bisschen fairer rangehe mit der Verzinsung und den Rentenfaktoren, schafft mir auch deutlich höhere Zusagen, die sich wirklich super kalkulieren. Ja, größtmögliche Sicherheit, Mitarbeiter muss keine Angst haben. Wir haben übrigens durchschnittlich 75 bis 80% Teilnahmequote. Die 75% sind ganz interessant, weil es gibt eine Studie, ich glaube von Towers Perrin war die, wo untersucht wird, wie viele Mitarbeiter an betrieblich Alterssorgen interessiert sind. Und da waren es im Prinzip 75%, was die ermittelt haben, nach meiner Erinnerung. Und es deckt sich genau mit unseren Erfahrungswerten. GDV hat dann gesagt, in Wirklichkeit sind es aber nur 16 oder 17%. Ja, einfach, wenn der Versicherungsadler-Logo, was auch immer oben steckt, der Name ist ganz egal, dann haben halt viele Mitarbeiter Aversion. Das kann gerechtfertigt sein, nicht gerechtfertigt, will ich hier gar nicht werten. Es ist einfach so, weil es wahnsinnig viele schlechte Erfahrungen gibt. Und wer Versicherungen verkauft, der weiß das, wenn wirklich ehrlich, offen, transparent das Ganze alles erläutert, dann ist der Versicherungsverkauf ja wahnsinnig schwer. Und wenn man dann noch sieht, dass man dafür 5 Jahre im Storno ist und 5 Jahre eigentlich zittern muss, ob der Mitarbeiter jetzt nachrechnet oder nicht nachrechnet, dann ist das auch ein ganz schöner Nervenkitzel und wirtschaftliche Belastung. Ja, wir haben die höheren Arbeitgeberzuschüsse, wir haben faire Gestaltung und absolute Transparenz, keine Kapitalanlagekosten und ähnliche Kosten für den Arbeitnehmer und wir haben erhöhte Unternehmensidentifikation dadurch erreicht. Und die Arbeitgeberzuschüsse, ich habe es gerade dargestellt, wenn Sie es wirklich vergleichen, bei der Versicherung, ich habe monatliche Liquiditätsabflüsse, ich habe eine geringe Effektivität, ich habe normale einheitliche Zusage, das heißt, geht der Mitarbeiter, ob er nach 1, 2, 3 oder 4 Jahren oder auch nach 6 oder 7 oder 8 Jahren, er nimmt immer seinen ganzen Anspruch mit. Für Mitarbeiter dauert es trotzdem relativ lang, bis der Break-Even erreicht ist, bis im Prinzip die eingezahlten Beiträge vorhanden sind. Und hier in der pauschalodierten Unterstützungskasse haben wir einen monatlichen Liquiditätszufluss statt einen Abfluss durch die Steuervorteile. Wir haben die Fluktuationsgewinne durch die getrennte Zusage. Die Steuervorteile bleiben erhalten. Und wir haben keine Rückstellungsauflösung bei Fluktuation. Das hier sind also ganz deutliche Vorteile, was letztendlich den Steuervorteil konserviert. Ja, und aus Liquiditätssicht nur ein paar Punkte noch. Wie gesagt, wir haben zwischen 2.000 und 2.500 Euro als Jahr und Mitarbeiter Liquidität, weil es machen in der Regel mehr Mitarbeiter mit größeren Beiträgen und man hat die Steuervorteile nicht obendrauf, also nicht mit vergleichen, dass das 200 Euro Umwandlung sind, sondern es sind im Durchschnitt 100 Euro, 150 Euro Umwandlung plus Steuervorteile aus dem Arbeitgeberzuschuss in der Regel. Wir haben eine Rückdeckung, die jederzeit liquidierbar. Ich kann zu einem Vermögensverwalter gehen, ich kann ETFs, ich kann Weltportfolio-Prinzip, ich kann es mit Honorarberatung, ich kann es aufteilen, was ich mag. Ich habe Krisensicherheit letztendlich durch ein Reservepolster, auf das ich im Notfall zugreifen kann, wenn meine Anlage schön fungibel ist. Ich habe Bankenunabhängigkeit und Unternehmer, die nur, ja, sage ich mal, nur Kontokorrentkredite haben und Bankdarlehen und nur die Bankdarlehen und Kontokorrente tilgen, die haben ja sofort Zinsgewinne oder Zinsarbitragen zwischen 5-6%, wenn ich zum Beispiel denke, ich habe einen Kontokorrent mit 7-8-9 und teilweise noch 10%. Und wir haben nämlich die hohen Gewinne und Erträge aus der internen und externen Kapitalanlage, je nachdem, ob ich das Geld im Unternehmen verwende oder außerhalb. Hier habe ich nur mal kurz eine Idee eingefügt, und zwar eine Kombinationsmöglichkeiten mit Lohnkostenmanagement, betriebliches Entgeltmanagement, Nettolohnoptimierung, was immer auch hier für Begriffe gibt. Das ist momentan sehr modern. Da werden ja teilweise Liquiditäten geschaffen von 70, 80 Euro netto nach der Optimierung. Wenn ich die 70, 80 Euro netto nehme, wirklich verknüpfe und sage, ihr sollt das gleiche netto haben, kann ich aus den 70, 80 Euro netto 150 Euro Entgeltumwandlung machen aus der BAV, anständige
Zuschüsse obendrauf in der Größenordnung, sagen wir 30-40%, ist ungefähr das, was der Arbeitgeber auch an Sozialaufwendungen spart, und ich liege dann bei deutlich mehr als 200 Euro für die BAV, ohne dass der Mitarbeiter ein Netto dafür aufnimmt. Das ist natürlich auch eine Kombinationsmöglichkeit und aus meiner Sicht eine logische Kombinationsmöglichkeit. Nettolohnoptimierung ist für mich was sehr Ideales und Sinnvolles. Wenn ich das Geld, was ich im Prinzip freischaufel, wie es meistens genutzt wird, in eine Versicherungslösung reinschaufel, die sehr ineffizient ist, was im Prinzip lange dauert, bis das Geld überhaupt wieder vorhanden ist und im Prinzip verknüpft was weniger effektiv ist, ja, dann ist die ganze Gestaltung insgesamt suboptimal. Und wenn ich zum Arbeitgeber kann, wir optimieren das und das Optimierte bleibt bei dir, in deiner Unternehmenskasse, mit dem kannst du arbeiten, darfst du damit praktisch ein günstiges Darlehen, dann ist das nämlich ganz anders. Ja, die Verzinsung, die habe ich nochmal gesagt, trotzdem Liquidität beim Arbeitgeber, also es wird verzinst vom ersten Euro an, der Arbeitgeber hat die Liquidität und wir haben leichte Förderungsmöglichkeiten. Die Verzinsung übrigens, das ist das einzige Moment, wo ich sage, da kann ich trefflich mit dem Unternehmen argumentieren und da ist eine Argumentation aus meiner Sicht überhaupt gerechtfertigt. Wenn er den Mitarbeitern einen Zins von 2% zusagt, dann heißt es im Ergebnis, er muss auch einen Zins mit dem Geld von 2% erreichen und erwirtschaften. Egal, ob er kontokorrent tilgt, egal, ob er Bankdarlehen tilgt oder ob er das irgendwo am Kapitalmarkt anlegt oder in seinem eigenen Unternehmen investiert. Das ist der absolute Knackpunkt. Wenn er 2% Verzinsung zusagt, muss er das im Prinzip erwirtschaften. Unsere Faustformel für Sie, wenn ich einen Arbeitgeberzuschuss mache von ungefähr 50%, brauche ich 1% mehr Zins, als ich zugesagt habe. Das heißt, sage ich 2% Zins zu, 50% Arbeitgeberzuschuss obendrauf, brauche ich ungefähr 3% Zins, um das Ganze 0 auf 0 auszufinanzieren. Das heißt, dass man das richtig versteht, ich gehe her, nimm die Entgeltumwandlung, ziehe von der Entgeltumwandlung die gesamten Einrichtungskosten ab, die gesamten Verwaltungskosten ab, zahle damit die gesamten PSV-Beiträge, zahle damit auch noch den Arbeitgeberzuschuss und die Nettoliquidität, die übrig bleibt, die muss ich mit 3,0% verzinsen, dass das Ganze 0 auf 0 aufgeht, das heißt der Arbeitgeber keinen Aufwand hat. Nur als Faustformel rechnet sich bei jedem Kollektiv ein bisschen anders, manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr, aber als Faustformel kann man von der Größe ausgehen. Und das ist natürlich absolut gigantisch, weil die Rechnungen, die wir machen, sind immer Worst-Case-Rechnungen, das ist, glaube ich, ganz wichtig und das ist das, was die Unternehmer wirklich überzeugt. Wir rechnen mit aussterbenden Versorgungswerken. Wir rechnen nie mit Fluktuation. Bei Renten lassen wir die Mitarbeiter immer mindestens 86 Jahre alt werden und so weiter. Also das ist, wie wir rechnen und wie gesagt, in dem Worst-Case-Szenario brauche ich dann zum Beispiel die 3%. Ich habe es hier mal dargestellt, weil es ganz einfach ist, die Folie. Ich habe hier gesagt, aus 1.000 Euro, nehmen nur einzelne 1.000 Euro, bei 2,5% Zins, sicher sehr hoher Zins, würden nach 35 Jahren 2.373 Euro werden. Das ist das, was die Mitarbeiter zusagen würden. Würde ich schaffen, die 1.000 Euro mit 5% anlegen zu können, 5% im eigenen Unternehmen, 5% am Kapitalmarkt oder 5%, indem ich Darlehen und Kontokorrente tilge, würde ich mit den 1.000 Euro auf 5.516 Euro kommen. Jeder, der sich mit Finanzmathematik ein bisschen auskennt, kennt die Formel mit 72. Wenn ich die Zahl 72 durch einen Zins teile, also durch meinen Zinssatz, dann bekomme ich die Jahre, die es dauert, dass sich das Kapital verdoppelt. Also wenn Sie sich vorstellen, ich nehme nicht die 1.000 Euro, die ich anlege, sondern ich lege nur 500 Euro an und verzinst die 500 Euro mit 5%. Bin ich hier genau bei der Hälfte, bin ich hier bei 2.758 Euro. 2.758 Euro, das heißt 2.373 brauche ich nur für den Arbeitnehmer hier. 2.373 für den Arbeitnehmer. Brauche hier im Prinzip ich habe hier 2.758, das heißt deutlich mehr, wenn ich nur die Hälfte anlege. Für die, die sich mit Kapitalanlage beschäftigen, bedeutet dies, wenn ich 2,5% zusage und im Unternehmen
2,5%, 5% erwirtschafte, können theoretisch die anderen 50% verloren sein. Lege ich 50% am Kapitalmarkt an und 50% im Unternehmen und schaffe am Kapitalmarkt meine 5% Rendite, kann ich die anderen 50% im Unternehmen theoretisch verlieren und ich habe immer noch die Ausfinanzierung im Prinzip erreicht. Also von der Seite her absolut interessant und spannend. Ja, wenn man jetzt die Vorteile sind wirklich Win-Win für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das ist das, was ich sage, die Wertschöpfung, die bleibt in Unternehmen. Die Wertschöpfung, die Gewinne, die normal im Versicherungskonzern versickern, teilweise auch bei Banken und so weiter, die bleiben im Unternehmen erhalten. Und das ist was absolut Interessantes. Der Mitarbeiter hat mehr, der Arbeitgeber hat mehr und Vorteile. Wir haben die typische Win-Win-Situation. Oder wenn man es mal von der betrieblichen Alterssorge betrachtet, die staatliche Förderung, die aus meiner Sicht einzig und allein nur bei Versicherungen versickert, die bleibt hier wirklich beim Arbeitnehmer und bleibt auch beim Arbeitgeber. Wir haben im Prinzip ein starkes Interesse von den Mitarbeitern. Wie gesagt, unsere Erfahrungen, immer Durchschnittsquoten zwischen 70% und 80%, 75%, 80%. Bei kleineren Unternehmen mit 15, 20 Unternehmen haben wir schon oft, 20 Mitarbeiter haben wir schon oft 100% gehabt. Und natürlich auch die Beratervorteile, die Honorare aus den Einrichtungsgebühren sind schlichtweg Honorare. Das ist eine Rechnung, die wird bezahlt und die ist im Prinzip rechtssicher und kann im Prinzip vereinnahmt werden. Bei uns ist es so, dass die Einrichtung von der FELS Rechtsanwälte Steuerberater GbR im Prinzip gemacht haben. Da gibt es ja Rechtsanwaltsrechnung. Sie stellen ihre Rechnung dagegen, das sind normale Honorare. Da muss man nicht zittern, weder ein Jahr noch 5 Jahre. Es gibt eine jährliche Vergütung genauso, das heißt auch den Verwaltungskosten. Man besucht in der Regel einmal im Jahr das Unternehmen, sagt, hat sich was geändert, wie schaut es aus, was wollt ihr machen, wie schaut es steuerlich aus, wo wollt ihr hin, verteilt die aktuellen Zahlen, die Statistiken bzw. auch die Controlling-Zahlen. Für das gibt es natürlich die Vergütung, die Produktkordage aus der Kapitalanlage oder viele sind ja im Honorarberatungsbereich auch tätig, das Honorar dafür. Man hat aus meiner Sicht einen sehr leichten Zugang zum Firmengeschäft. Wir haben Partner, die überaus erfolgreich sind, also und die auch überaus leicht mit den Themen Mitarbeiterbindung, Liquidität, Termine bekommen. Auf Wunsch individuelle Unterstützung und Begleitung vor Ort. Also wir haben die unterschiedlichsten Beratertypen. Wir haben welche, die sagen, ich habe hier ein Erstgespräch geführt, vielleicht dann 7 Minuten vor Ihnen zeigt, kurz die Vorteile dargestellt, die wollen jetzt ein Gespräch, die wollen eine Präsentation, die wollen einen Termin vor Ort. Da machen wir das auch ganz allein weiter. Wir haben auch sehr viele Partner, was auch unser Ziel sind, die machen es alleine draußen, führen es komplett durch. Und wir haben auch Partner, die lassen sich umfangreich begleiten und begleiten sogar andere Partner mit. Also da ist in dem Bereich alles möglich und denkbar. Heißt auch, egal wie jemand jetzt schon im Thema ist oder eigentlich damit beginnen möchte, er kann von Ihnen Werkzeuge und ja, Materialien auch bekommen für die Ansprache bis hin zur kompletten Begleitung durch Sie. Genau, es sind dann auch, wenn er den Prozess macht, er kriegt bei uns Schreiben, dass man sagt, fasst man da wieder nach, da Verlautbarung vom Deutschen Arbeitgeberverband, da Inhaltsverzeichnis von dem Buch von Manfred Bayer, da vielleicht ein kurzes Video, was erklärt wird, da nochmal schreiben oder da noch Hinweise auf die Seite Bund der Sparer, die eben auch propagieren oder verschiedene andere Dinge, was in der Akquise oder schreiben, wo nochmal Vorteile zusammengefasst werden oder solche Dinge mehr oder auch, dass man einfach begleitet vor Ort. Unterschiedlich, wie es jemand will, wie es jemand braucht. Wie gesagt, wir haben die unterschiedlichsten Beratertypen. Wir haben sehr viele aus den Unternehmensberatungsbereiche, Personalberater, die vielleicht nur als Empfehlungsgeber auftreten. Manche, die es komplett machen, manche, die sagen, geht's bitte mit, die ersten 3, 4, 5 Unternehmen. Schaut's, dass ich das Ganze lerne und ich mache es dann allein. Wenn er es allein macht, heißt nicht, dass er ohne Unterstützung ist. Dann kann er natürlich auch anrufen, dann kann man natürlich auch einmal zum Unternehmen mitgehen. Das Unternehmen hat auch recht, dass mich persönlich doch als Kopf auch irgendwo mal kennenlernt und so weiter. Finde ich auch unheimlich wichtig, letztendlich auch die dahinterstehenden Rechtsanwälte, Steuerberater und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, weil die ja dem Berater, Vermittler letztendlich auch ein ganzes Stück weit Kompetenzen
mit an die Hand geben, die man sich so gar nicht jetzt alles erarbeiten könnte. Ne? Ja. Also das ist ganz wichtig, auch wie das aufgebaut ist. Also wie gesagt, unsere Berater sind dort mit so einem kleinen Vorvertrag, was im Prinzip nur betriebswirtschaftliche Beratung machen, die rechtliche und steuerliche Beratung ausgeschlossen ist, dann sagen sie, empfehlen es Steuerberater und Rechtsanwälte, die das machen. Sie können aber auch gerne die eigenen Rechtsanwälte anschalten. Also alles ganz offen, ohne Knebelung. Dann ist der 100% immer in der betriebswirtschaftlichen Beratung drin. Alles, was er im Prinzip berät, kriegt die, die Daten von uns, die Hochrechnung und so weiter, mitgeliefert und verantwortlich und haftungsrelevant im Prinzip geliefert. Den Vertrag, den schließen dann letztendlich die Rechtsanwälte mit. Und auch hier ist nur das betriebswirtschaftliche Ausklager der FIM, wenn er die Mitarbeiterberatung und die Dinge machen. Und das ist also ein durchaus sauberes Geschäft. Und das ist auch ganz wichtig. Na, die Folie nochmal zurück, bitte. Ja. Also unser Selbstbild, also wir sehen uns ganz, ganz deutlich als Qualitätsmarktführer, auch von der Größe her als Marktführer und Erfahrungsmarktführer. Die Beteiligung und durch direkte Beauftragung der Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gibt im Prinzip wirklich Sicherheit für alle Beteiligten. Das ist im Prinzip überzeugend. Da ist letztendlich eine Gesellschaft dahinter mit der Historie seit 1924. Fels Rechtsanwälte wurden 1924 gegründet. Die Fels Penstran GmbH, die Verwaltungsgesellschaft 1999. Wir geben da zwei Broschüren raus, die die Partner als Druckversion oder als PDF-Version haben können. Und wird nur auf zwei, drei Seiten verwiesen. Da sieht man dann Köpfe von, keine Ahnung, 20 Rechtsanwälten drauf. Auf der nächsten sieht man die Pauschale, die U-Kassenmannschaft mit 20 Leuten. Und das ist natürlich sehr überzeugend. Und ich gehe einfach davon aus, dass die meisten unserer Mitbewerber da schlichtweg, sagen wir, unerlaubte Rechtsberatung machen, weil es einfach eine hochkomplexe arbeitsrechtliche Materie ist. Und weil man im Prinzip richtig nur zum Erfolg kommen kann, wenn ich sage, ich habe hier nicht eine individuelle Erlösung aus dem Schreibtisch oder aus dem Aktenkoffer, die unterschreiben kann oder auch nicht, sondern wo ich dann spreche, wie wollen wir es haben, welchen Zuschuss, wie wollen wir die Vererblichkeit gestalten, wollen wir arbeitgeberfinanziert, arbeitnehmerfinanziert, immer Kapitalabfindung oder Rente, oder wollen wir Rente mit Kapitalwahlrecht, lassen wir das Kapitalwahlrecht nicht lieber beim Arbeitgeber, dass er entscheiden kann, wie machen wir es, wenn die Mitarbeiter sterben, was sollen die Hinterbliebenen bekommen, die eingezahlten Beiträge mit oder ohne Zins. Das, wenn er sich entschieden hat, dann wird das durchgemacht. Das ist relativ schlank, auch auf checklistenmäßig im Prinzip abgearbeitet und das Ganze einfach, wie gesagt, sauber und rechtssicher. Und die Erfahrung haben wir in der Verwaltung seit 1999 hier in der Fels-Penstrand. Wir haben die Rechtsanwälte, Steuerberater, Betriebswirte, Mathematiker, Betriebswirte, auch BAV im eigenen Haus. Jede Stelle im Prinzip mindestens doppelt besetzt. Wir machen die unterschiedlichsten maßgeschneiderten Konzepte, bieten unseren Partnern ja umfangreiche Unterstützung im Telefonat, im Telefoncoaching, durch unterschiedliche Schulungsprogramme, was geht von Arbeitsrecht, Steuerrecht bis Einsteigerseminar, Fortgeschrittenenseminar, Kennenlernseminar, Live-Coaching für den Beratungsprozess, solche Dinge mehr. Wir sind auch ständig telefonisch erreichbar, also ich am Handy eigentlich immer, das Büro unter den normalen Geschäftszeiten und wie gesagt, wir zeichnen uns aus durch Flexibilität und Kompetenz und wirklich weit mehr als 1000 verwalteten Unternehmen, die wir, die Penstrand auch kennen. Wenn man es mal ganz reduziert, was wir machen, sind es drei Dinge: Rechtssicherheit, Controlling und Administration. Rechtssicherheit einfach durch die Gestaltung, durch die, die es auch wirklich dürfen und die wirklich die Haftung übernehmen. Jeder Anwalt ist bei uns mit 6 Millionen versichert. Die Administration ist laufende Verwaltung und Controlling, das ist ganz entscheidend, dass wir die Daten liefern. Wann musst du welche Zahlungen leisten, dass das alles kalkulierbar ist. Wie ist der Barwert jetzt? Was müsstest du eigentlich an Reserven schon auf der Seite haben? Mitarbeiter, wenn du jetzt ausscheiden würdest, was hast du für Ansprüche bereits erdient? Was bekommst du dann? Also die Controlling-Schichten, das ist immer absolut sicher und handelbar ist. Ist ja letztendlich auch ein ganz wichtiger Punkt für die Beratersicherheit,
Denn in vielen Vermögensschadenshaftpflichten sind ja, sage ich mal, betriebliche Altersversorgungsthemen nur sehr bruchstückhaft versichert, wenn überhaupt. Also auch da ein ganz wichtiger Punkt, was die Ausgestaltung angeht. Alles, was natürlich übernommen wird und mehr in Tippgeberrichtung vom Berater gemacht wird, ist natürlich auch viel einfacher versicherbar, wenn man die Profiarbeit gerade eben auch den entsprechenden Zünften wie Steuerberater etc. Und auch unsere Verträge gehen ja auch zu den Haftpflichtversicherern, und das ist im Prinzip auch kein Thema, daran zu knüpfen, weil wenn einer sagt, pass auf, ich erkläre nichts anderes als die Zahlen, die kriege ich von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, und dann erkläre ich halt die betriebswirtschaftlichen Vorteile im Prinzip, was sie daraus gibt, aber jede Zahl und alles, was schriftlich ist, kommt von denen. Also wo soll dann das Risiko sein für den Berater und oder für die Haftpflichtversicherung des Beraters? Und das ist natürlich aus meiner Sicht eine absolut saubere Konstruktion. Und was den Partner betrifft, wir sind nicht die einzigen am Markt, und wie gesagt, momentan schießen pauschalodierte Unterstützungskassen, Verwaltungsgesellschaften wie die Krokusse im Frühjahr aus dem Boden. Es ist und bleibt eine komplexe Materie. Da reicht nicht ein Mann, da reicht nicht zwei Mann und drei Leute zur Verwaltung. Da braucht man wirklich eine ganze Stange von Spezialisten, und wie gesagt, der Teufel steckt im Detail. Das ist einfach Erfahrungsgeschichte. Und Sie müssen teilweise sich erklären und vorstellen, wer Sie sind. Sie müssen die pauschalodierte Unterstützungskasse erklären und vorstellen, wie Sie sind, und den Partner, der dahinter steckt. Und je leichter das im Prinzip ist oder mehr für Sie spricht, desto einfacher ist es letzten Endes dann auch in der Akzeptanz. Ja, und das Fazit, es ist nur abschließend, kann man eins sagen, es sind wirklich offene Türen und vielfältige Beratungsansätze, wie man es eingehen kann. Lösungen der drängendsten unternehmerischen Herausforderungen, damit immer offenes Ohr beim Unternehmer. Wir haben hier einen absolut ungesättigten Zukunftsmarkt und wirklich spürbar eine steigende Nachfrage, gerade durch viele, die unterwegs sind, die Unternehmer ansprechen. Und die sagen grundsätzlich toll, aber naja, UG, U-Kasse erst seit einem Jahr, doch recht komplex, und das sind einfach nur gewerbliches Unternehmen. Da profitieren wir natürlich sehr, sehr stark davon und auch unsere Partner sehr stark davon. Es ist wirklich was sich lohnt, sich anzuschauen, wo man hier wirklich ja, langfristiges, bestandssicheres Honorarberatungsgeschäft letztendlich daraus generieren kann. Jeder nach seiner Fasson. Wir haben Paten, die geben ab und zu mal Empfehlungen ab oder machen manchmal das eine Unternehmen. Wir haben einige, die machen wirklich nichts anderes von früh 8 bis, ja, bis teilweise abends 8, suchen sich Multiplikatoren, suchen sich Empfehlungsgeber, machen hochspezialisierte Beratung. Einen haben wir, der schließt nur ein Unternehmen mit 100, 200 Mitarbeitern nach dem anderen ab. Wir organisieren dann die Mitarbeiterberatung, und der ist der absolute Profi im Abschluss. Also jeder nach seiner Fasson, aber wie gesagt, ein interessantes, spannendes Feld. Und mich würde es freuen, wenn ich mit der einen oder anderen nachher ins Gespräch kommen würde und im Detail noch einzelne Fragen auch jetzt im Webinar gerne durchgehen könnte. Genau, wir geben ja im Nachgang nochmal auch die Kontaktdaten komplett durch. Wenn jetzt der ein oder andere sofort eine brennende Frage hat, dann möchte er bitte an seinem Telefon Raute und 1 drücken, dann können wir die Stummschaltung aufheben und Sie können Ihre Frage konkret hereingeben und dann können der Herr Bayer da direkt drauf einsteigen. Wie gesagt, sollten sich keine Fragen ergeben, kommen gleich nochmal die Kontaktdaten, damit Sie die Möglichkeit haben, in aller Ruhe Ihre Fragen auch mit dem Herrn Bayer in einem persönlichen Telefonat zu klären. Gibt es schon eine Meldung, dass wir jemanden freischalten können? Gibt es irgendeine Meldung, dass wir jemanden freischalten können? Okay, ich kriege die Rückmeldung, dass wir im Moment noch keine haben. Ist auch ein sehr komplexes Thema, von daher für mich eigentlich nicht verwunderlich. Für mich wäre man noch ganz interessant gewesen, Sie haben gesagt, Herr Bayer, so ab 10, 20 Mitarbeiter bis 300 sind die Erfahrungswerte, wo Sie sehr gut haben. Gibt es noch so ein paar Praxissachen, wo Sie sagen, wie schnell kann man eigentlich in der Ansprache auch zum Erfolg kommen? Ja, also das Ganze ist kein Thema, wo man am ersten Termin hingeht und was eine Unterschrift beim ersten Termin gibt. Wer sich dafür interessiert, der kann für uns den Leitfaden geben oder wie im Prinzip der Akquiseprozess abläuft, an welcher Stelle was gemacht wird, welche Unterlagen im Prinzip verteilt werden. Man kann generell sagen, das Ganze sind 3 Termine. Man hat einen Ersttermin mit der Ansprache,
der im Prinzip, sage ich mal, die eine Folie, wo ich die Versicherung mit der pauschalodierten Unterstützungskasse verglichen habe, grob zum Inhalt hat. Und der einfach, wo der Unternehmer erkennt, ja, da schaffe ich wirklich Liquidität. Ja, da schaffe ich wirklich zinsgünstige Liquidität und Unabhängigkeit. Ja, das ist wirklich effektiv in der Vergütung. Ja, das ist wirklich ein sinnvolles Instrument, was für mich passt. Dann gibt es in der Regel einen Zweittermin. Vorher wird vielleicht noch nachgefasst, die ein oder andere Information schriftlich nachgeschickt. Und dann ist es so, dass man sagt, komm, lasst uns, das machen manche schon im Ersttermin, manche erst dazwischen, lasst uns hergehen und das Theoretische zu euch ins Konkrete führen. Gebt uns eure Mitarbeiterdaten, natürlich vertraulich und natürlich anonymisiert, uns interessiert kein Mitarbeitername. Wir müssen halt das Geburtsdatum wissen, wollen in der Regel auch das Gehalt wissen, können wir ja nichts draus schließen, wenn wir den Namen nicht kennen, dass wir mal sagen können, nach unserer Erfahrung, was wird da grundsätzlich gemacht. Und dann machen wir eine Hochrechnung. Die Hochrechnung, wenn Sie einen für so eine Hochrechnung interessiert, kann ich Ihnen gern einen Link schicken, wo so eine Hochrechnung in 30 Minuten ins Detail erklärt wird und da auch die Zahlungsflüsse, die Liquidität, der steuerliche Aufwand, die Effekte und den Nutzen im Prinzip ersichtbar ist. Dann gehen wir im Prinzip ran und erklärt die Hochrechnung. Zur Hochrechnung gibt es bei mir auch ein Erklärvideo, was man manchmal den Steuerberater mitschickt, manchmal den Unternehmer mitschickt. Steuerberater ist ein besonderes Thema. Wir haben Unternehmen, die vertrauen alles den Steuerberatern. Wir haben Unternehmen, die sagen, ja, was soll der Steuerberater machen? Das sind unternehmerische Entscheidungen, da kann man der Steuerberater nichts helfen. Steuerberater reinzuziehen ist teilweise immer schwierig, weil der muss natürlich vom Beruf auf irgendwelche Bedenken tragen und von den Bedenken muss man dann wieder irgendwo freisetzen. Vor kurzem war ich dabei, da hat dann ein Unternehmer ganz böse zum Steuerberater gesagt, ja, trauen Sie mir das nicht zu, wenn ich da 1.000 Euro habe, dass ich mit denen vernünftig umgehe oder meines, die gebe ich privat aus. Weil der Steuerberater, ja, da muss man aber Finanzdisziplin, da muss man Finanzdisziplin haben. Logisch, die Finanzdisziplin muss ich haben. Ich muss mir auch zutrauen, 2% Verzinsung zu erwirtschaften. Genau. Prima. Und dann ist halt der dritte Termin und der dritte Termin ist normalerweise der Abschlusstermin. Oft bin ich dabei beim dritten Termin, da wird der Steuerberater hinzugezogen. Manchmal wird es auch erst nach dem dritten Termin, weil man da noch was feinjustiert, nochmal eine neue Berechnung macht und dann ist der Unterschriftstermin. Und wenn man das ein bisschen so schaut, kann es schon einmal eine Phase sein von 2 Monaten, wie lang der Prozess dauert, weil es geht ja nicht alles die Woche, nächste Woche, übernächste Woche. Ja, nehmen wir schnell bei 2 Monaten, sage ich manchmal auch 3 Monaten. Manchmal geht es auch schneller, wir haben auch Sachen schon im Ersttermin die Entscheidung erlebt. Das ist ganz unterschiedlich, wie der Unternehmer denkt. Und da muss ja in der Zwischenzeit auch irgendeine Kapitalanlage vorgestellt werden, gerade bei denen, die keine Liquidität brauchen, weil es ja plausibel sein muss, erreicht man jetzt 2,5% Verzinsung in hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb von 30 Jahren. Das ist im Prinzip der Prozess. Prima. Vielen Dank, Herr Mayer. Ich möchte nur noch mal ganz kurz hinweisen, wenn wir das Seminar kurzfristig wiederholen, dann finden Sie die Termine natürlich auf vsav.de auf dem Marktplatz. Wir werden auch noch mal alle dazu anschreiben, ganz kurz, die sich gemeldet haben. Und über unseren Newsletter können Sie auch, den Sie auf dem vsav finden, sich anmelden und über weitere Termine auch informiert werden, die wir in anderen Webinarbereichen oder anderen Webinarthemen durchführen. Wir bedanken uns, wünschen Ihnen natürlich ein erfolgreiches Jahresendgeschäft und stellen Ihnen jetzt natürlich nochmal die Daten zur Verfügung zur direkten Kontaktaufnahme. Herr Bayer, vielen Dank für die wirklich, sage ich mal, komplexe Thematik, aus meiner Sicht verständlich und auf die wichtigen Punkte runtergebrochen. Ja, und ich sage danke für Ihren Beitrag, hoffe, alle konnten dabei etwas rausziehen. Wir freuen uns natürlich auf Ihre Rückmeldungen und konkrete Anfragen direkt an den Herrn Bayer. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Gute Zeit, gute Geschäfte, vor allem jetzt im Jahresende.